Jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind auch gerade auf dem Weg zum Ferryman in der Tat. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich gleich ein paar Schnitte setzen, weil wir dann eine Schnellreise benutzen werden. Wir müssen ja, wir sind ja einmal den Weg hergelaufen, das heißt, wir müssen nicht zwingend den Weg zurücklaufen. Oh, hoffentlich wird der Ferryman uns ein Mittenlurk-Egg soon. Watch where you're going. Watch where they're going. Okay. Der Pizza-Onkel ist weg. Was hat denn der Horror zu sagen? And you'll always be welcome. Okay, keine Quest für mich. Scheinbar. Ich weiß nicht, ob die wir hier haben. Auf nach London. Ich mache einen kleinen Schnitt wegen Ladeshalte. So, Schnitt vorbei. Wir sind direkt schon in Thames Haven. Ich habe eine Reise gemacht. Es war ja auch nur eine Ladezeit im Endeffekt. Deswegen habe ich die für euch weggeschnitten. Oh, kein Problem. Wir gehen direkt zum Ferryman runter. Mal gucken, ob der wieder da ist. Ob der jetzt wieder in Ordnung ist. Hallo. Hallo. Oh. Ferryman, where's Ferryman? Hey there, Wayfarer. Need any medical help? Chems. Fix me ups. Nein, danke. They call us. Your kind does have two eyes, right? Warriors of the deep. Okay. Also. Der Ferryman ist schon wieder draußen. Da bin ich gewusst, deswegen habe ich gleich. Ich habe mich gleich draußen hin teleportiert. Also hier hin teleportiert, Schnellreise gemacht. Habe ich natürlich nicht gewusst, sonst hätte ich natürlich das nicht gemacht. Okay. Also dann. Reiß mal raus. Das muss man jetzt nicht immer durchlaufen. Das ist eine ganz schöne Strecke durch diesen Bunker hier. Machen wir einen kleinen Schnitt. So, und da sind wir einen kleinen Schnitt. Später, kleiner Schnellreise später, sind wir dann jetzt hier oben. Der Ferryman ist hier um die Ecke irgendwo. Vielleicht ist der an seinem angestammten Platz. Im Boot. Wohin gehört als Ferryman. Der kann uns doch bestimmt rüberbringen zum Dings. Jetzt. Da ist er. Hey, Ferryman, geht's dir besser, Mann? Good to see your friendly face. Yes. Hast du dich erholt, mein Freund? Not entirely. But I'm sick of that infirmary. Now I need to get out on the open sea. Feel the wind on my face. Well, then I'll get better. Okay, kann ich verstehen. Archie sagte, du kannst diese Waffe zurückhaben. The boy's stubborn. If he's going to survive in this city, he needs every advantage he can get. He'll need to pick up a gun sooner or later. You can have it. It's not much, but it's reliable. Prima, danke. Du musst Archie über die Themse bringen. I have no objections. Truthfully, it would be good for my conscience. There are places north of the Thames where a boy could live a normal life. The sanctuary at St. Paul's would take him. Though I'm not sure why you need him to cross. Hm. Warum sollte es gut für dein Gewissen sein? Kann ich mal fragen. Whether I like it or not. The boy became my responsibility when he jumped onto my boat. Ach so. And it seems I've taken him to one bad place after another. If I could find some good people to take care of him, I can wash my hands of this ordeal. Okay, also ich mag den Fährmann ab jetzt. Ich versuche das Labor zu finden, aus dem er geflohen ist. Du musst ihn zum Dock bringen, wo du ihn gefunden hast, damit er seine Spuren zurückverfolgen kann. That makes sense. I'll take him back there, but I'll need your help. While I was lying in my sick bed, a group of hooligans marched into Bermondsey and shut the gate. Getting through won't be easy, but it's the only route out onto the Thames. Ah, alles klar. Warum haben die Hooligans das übernommen? I suspect they're using it as a staging ground for raids.
bold of them to set up shop so close to a Tommy outpost. Okay. Wie schwer kann es sein, das Tor zu öffnen? Ich muss mich erstmal ein paar Dinger kümmern. Okay, lass es uns tun. Eigentlich. Also unser Hauptanliegen ist eigentlich im Moment, diese Fährroute zu aktivieren. Also, lass uns das tun. First port of call. We need to open that gate. The button that opens it is upon that crow's nest. You can reach the button by lowering the crane. The way up is via a makeshift bridge by the riverfront. Be careful. Okay. Cool, dass die so sprechen, als wenn sie schlecht atmen könnten. Sind ja Kiebenatmer, sozusagen. Oder so Hybride. Je nachdem, wie man es sieht. Gut umgesetzt. Ich mag die jetzt nicht unbedingt. Das ist aber nicht. Ich finde es ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Diese Viecher. Aber da es ja mal Menschen waren und so, kann man ja das natürlich kneifen. Aber echt gut umgesetzt von dem Dings. Von dem Team Fallon. Ich muss da rüber, irgendwie 25 Meter. Wie komme ich denn da hin? Sag mal. Kann ich das irgendwie runterschießen, sag mal? Ich erinnere mich gerade an irgendwie an so eine Brücke, die man runterschießen kann. Aber ich glaube, es war ein anderes Spiel, ehrlich. Und irgendeinen Knopf drücken in irgendeinem Krähennest. Was für eine verrückte Bude hier. Geronimo! Wo ist denn dieses Krähennest? Hier können wir mal kurz in die Quest gucken als Log. Denke die Kranbrücke ab. Das ist aber auch nichts drin steht, ne? Also es ist ziemlich wenig, was da drin steht. Denke die Kranbrücke ab. Okay, mach ich. Was von einem Krähennest erzählt. Hier ist kein Krähennest, da ist kein Krähennest, dort ist kein Krähennest. Da drüben ist der Church. Krähennest. Du kannst den Kran senken beim Drücken von einem Knopf im Krähennest, hat er erzählt. Oh, Tim Savin. You are my pride and joy. Haben sie auf jeden Fall was Schönes aufgebaut, finde ich gut. Da ist ein Marker. Der Hund geht einfach ins Wasser. Ich verreck hier halb, wisst ihr? 250 Grad. Ist ja auch nix. Perfekt. Übel. Der Shit. Das ist der Shit. Wie kann ich ihn. Kann ich vielleicht da. Ah, guck. Ronimo. Oh nein. Ah, ich will raus hier. Raus. Ah. So schnell kannst du nicht aus dem Wasser, wie du verreckst. Alter Finef. Kleiner Schnitt an der Stelle zum Auskotzen. So. Zum Glück hat er gespeichert. Eben. Irgendwie, warum auch immer, hat er hier gespeichert an der Stelle. Zum Glück. Hätte ich aber richtig gekotzt jetzt. Übelst. Kling. Aber der Weg war richtig auf jeden Fall. Also das machen wir uns nichts vor. Das ist das für eine Halle. Ich will mal ganz kurz gucken. Sind Busse drinne. Okay. Ich habe noch nicht eine Powerrüstung gesehen, noch nicht keine vernünftige Waffe, nichts. Also wir sind. Man kommt ziemlich slowly voran, sag ich mal.
Slow and steady, wie da mal wieder Engländer sagt. Keine Ahnung, der das sagt. Hab ich jetzt. Geronimo! So, Geronimo! So, die Tür geht nicht offen. Da müssen wir rein. Auf den Knopf drücken. Metal ist nicht schlecht, ne? Also vom Dings her. Hier einmal R, einmal E. Also Geschwindigkeit Mittel bei Nahkampfwaffen. Ist okay für mich. Kann ich mit leben. Oh, da ein Holzpferd, habe ich voll verjagt vor dem Holzpferd jetzt. Ja, krass. So. Ekelhaft. Raddreck. Das sind die giftig, Mann. Echt. Uncool. Mal Versorgungsterminal mal angucken. Schöner alter Commodore 64, so wie es aussieht. Unterer Kran. Senkung abgeschlossen. Nur Phase 1, wie es aussieht. Zeigen das Boot des Fährmanns. Ich glaube, den Sprung wollen wir nicht überleben hier. Den ganzen Weg zurücklaufen jetzt. Church ist da drüben. Ja, lustig. Ah, die ist zugenagelt, die Tür, da kommen die nicht rinder. Ich dachte, dass wir vielleicht da irgendwie rauskommen. Dass wir da das öffnen können. Aber ich dachte, da waren noch irgendwelche Piraten, die wir umbringen mussten, irgendwie oder sowas. Scheinbar doch nicht. Take a coin for the ferryman. So, automatisch speichern hat er gemacht. Warte. Abgeschlossen. Genieß die Fahrt. Off we go. Sehr gut, ferryman. I'll have to drop you off at the embankment. On the other side. There's a storm coming. With the hole in the Thames barrier. It's too risky to transport the three of us across such choppy waters. I'll pick up Archie and we'll meet you at the dock. Okay. Wow. Was sie? Hab da eine Idee, ich muss noch nachladen. Dreckige Spassen. Ganz schön Loot. War's das? Ferryman? Lebst du noch? Ja.
Wurde dann schön zerlegt. Aua. Was ist das jetzt? Ich wollte schon was sagen, wenn ich aussteigen soll, oder? The nearest route is Tower Bridge. Watch out for the beef eaters. They're cannibals. Okay, muss ich mal kurz unterbrechen, mein Freund. Ich muss mir die Ferryman-Pistole ausrüsten. Würde jetzt mehr Schaden als 9 mm. Und auch mehr als die 32. Also nehme ich die erstmal auf Q. Auf die 3. I'll eat anything that tries to cross. Hier optional untersuchen Sie den Tower Bridge. Alles klar, das ist eine Art Magnum. Keine Haarklammern, sehr gut. Diesen einen Arschkopf noch umbringen. Aber wir können gerade nicht. Genau, Ferryman hat uns ja abgesetzt. Das ist, wie ich gesagt hatte, vor ein paar Folgen. Der ist bestimmt dazu da, dass uns hier zu transportieren über das Wasser. Aber das hat er so viel Rad. Muss er da eine Bewandtnis haben, dass man dann so einen Ferryman braucht. Das finde ich echt gut. So, wir machen die Optionale natürlich gleich mit. Hier zur Tower Bridge. Und dann holen wir den Jungen. Hier ist die Anlegestelle. Und da ist die Tower Bridge. Ein Wahrzeichen natürlich von England, London. Der Hund ist nicht mit rüber gekommen. Da ist ein Krankenhaus. Ja, das passt. Mal Escape drücken, um aus der Karte rauszukommen. So ist es bei Skyrim. Aber da ist es Tab. Guy's Hospital. Was ist hier die Tower Bridge? Ach, da ist Church. Sagen, ey. Mal irgendwann wieder herkommen, der Hund. Den Fahrrad sieht echt cool aus. Keep calm. Also bleib ruhig. Was ist das? PMT-Tarif. Nicht mal mit. Damit auch noch die ganzen Dinger aus dem Müll. Okay, wir sind hin. Also einmal müssen wir uns rumdrehen. Da ist die Tower Bridge auf London. Du war alt schon, ich habe da nicht so die Ahnung, ehrlich gesagt. Ich war noch nicht in London, noch nie. Das hat da gar keinen Vergleich, außer was du in den Filmen und so siehst. Oh, geil, Stimpack. Radio aus, gibt bestimmt nur Probleme. Busfahrermütze, die finde ich gut. Ledertasche. Wir können jetzt auch Hoodigen umrüsten, glaube ich. Mal kurz ins Inventar. Bekleidung. Chestpiece. Haben wir zweimal. Linker Arm, linkes Bein. Metall rechtes Bein. Okay, ich habe einen Punkt zum Verteilen, sagt er gerade. Mache ich jetzt aber nicht. So, hier ist die Tower Bridge. Die ist doch bestimmt unter Kontrolle von irgendwelchen Blödmännern. Hier irgendwelchen Wegzoll haben oder sowas. Gib mir 5 Kronkorken.
Ne, hier sind ja die Währungen, Tickets irgendwie. Das sieht schon geil aus, gell? Tower Bridge. Respekt. Warum bellt der Hund? Warum jault der Hund? Sie fällt mir nicht. Ich hab grad so eine Polizeipistole gefunden, die hat irgendwie, glaube ich, mehr. Der Schlagstock. Aber unser Dings ist besser. Wir müssen demnächst mal ein bisschen was verkaufen. Gerade bei den Pistolen, wir brauchen nicht alles. Your mouth watering, darling. Was ist das? Was ist mit dir los, Mann? Geh zurück zu Alice im Wunderland, du Spassi. Aua. Ich komm nicht weg hier. Ach, doch eine Scheiße hier mal echt. Dreckiger Müll. Nachladen. I got supper. Ich glaube, ich verblute. Ich habe nicht gespeichert, ich kleiner Idiot. Stimpack, ich habe noch genau eins. Oh, das ist so gut. Ach ja, es ist halt. Die sind halt schwer, halt, die Arschlöcher. Ich weiß nicht warum. Ich würde es wieder warten, das ist gut. Ich könnte nicht weiter, glaube ich. Und jetzt abhauen oder was? Oh nein, ich kann nicht bewegen. Also wir lassen den Ladevorgang noch durch. Und da muss ich ein bisschen Bekleidung wegschmeißen oder sowas. Sackkapuze. Weißer Brille. Warum habe ich 7 Stück davon? Kann ich wieder laufen? 300 von 305. Hey Church. Aua. Bin verkrüppelt. Hat der ein Ding zufällig? Nee. Hat der ein, ja, der auch nicht. Ach so, er lebt wieder. Da hat sich selbst geheilt. Spontane Selbstheilung. An die Wahlen Schrott. Schade, dass man das Zeug nicht zerlegen kann, wie bei Fallout 76. Dass da nicht nochmal einer, dass die das nicht noch so reingefügt haben. Die haben ja alles Mögliche hinten rum reingemacht. So, wir haben das abgeschlossen, glaube ich, und suche die Bridge. Optional, ja. Treffe dich mit Archie an der Anlegestelle. Könnten eigentlich hier drüber queren. Aber wir müssten eigentlich hier drüben drüber queren, ne? Wenn das denn aber geht, hier drüben. Ich weiß halt nicht, wie sicher das ist, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Wenn ich überhaupt weiterkomme, sieht nicht so aus. Die ist nur hochgeklappt. Das ist irgendwie so ein Ding für Verliebte, irgendwie die Tower Bridge, glaube ich. Die wird wohl ganz selten nur runtergeklappt, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und wenn man das sieht, wie die runtergeklappt wird, ab. Dann, ja, soll das halt Glück bringen, irgendwie für die Verliebte. So habe ich es irgendwo, habe ich das so gelesen. This way. Vielleicht kann man noch durchlaufen. Da gibt es wahrscheinlich noch Loot drin. Wenn wir uns das jetzt antun wollen, wir bleiben mal an der Quest dran, glaube ich. Man möchte schon mal gucken, ne, was da drin ist. Vielleicht komme ich auf der anderen Seite rüber. Probier's mal. Ich gehe mal hier durch. Wird die Folge halt ein paar Minuten länger. So,
So, ich mache eine kleine Ladezeit, ich mache einen kleinen Schnitt rein. Oh shit. Alter. Keine Helds-Dinger mal mit, ne? Kommen wir hier Zigaretten abgelaufen, ne? Klamotten kann sie behalten, die Oma. Kann mal gucken, was ich essen kann, schnell auf die Schnelle. Blutpack. Blutpack gibt's 50 HP wieder. Das ist gut. Soll erstmal reichen, denke ich. So, ich denke mal, wir haben. Das war die richtige Entscheidung. Wir kommen hier bestimmt drüber. Über die Tower Bridge. Was ist denn das? Pui. Warum kriege ich hier Rad? Schläfrigen fliegen Drüse, die ganze selber mitnehmen. Echt, ohne Witz. Munitionskiste, ich habe keine Haarklammern. Schon wieder nicht, immer noch nicht. Kotze. Und hier kommen wir drüben runter, ne? Über die Tower Bridge. Ah, alles klar. Also haben wir jetzt einen manuellen Übergang zur, in die anderen Stadtteil, zum Trafalgar Square. Sehr gut. Also halt, haben wir uns die zwei Folgen, hätten wir uns sparen können. Folge 10 und Folge 11 oder so. Aber es ist halt manchmal einfach so, dass man ja aus dem Prozess lernen muss. Aus dem Spiel. Und das ist halt in der Realität so. Im Leben, wie auch im Spiel. Mal einen kleinen Schnitt jetzt hier. So, sind wir zurück. Nach der kleinen Ladezeit. Ich sollte vielleicht mal aufhören zu sagen, dass ich immer einen kleinen Schnitt mache. Oh, Köpfe aufgespießt, ist das eklig. Hui. Mit diesem ekligen Menschen, der nichts zu tun haben. So, wir müssen jetzt in welche Richtung? Wir haben zu viele Questen aktiv, glaube ich. Aber wir könnten eigentlich dann auch noch, wenn wir einmal hier sind, können wir eigentlich erstmal zum Trafalgar Square gehen, eigentlich, ne? Eigentlich. Eigentlich ja. Das ist ja eine Nebenquest. Das können wir eigentlich. Ich bin hinhergerissen. Die Zeit ist eh gleich rum, also. Was? Der Einkaufswagen-Zombie oder was soll das sein jetzt hier? Ich habe ein bisschen. Uha. Bisschen Schwitze. Glaube ich in die richtige Richtung? Ja. Wenn wir Glück haben, kommen jetzt nochmal 60 von den Typen. Munition hätten wir ja genug für die Knarre hier. Die ist ja nicht schlecht. Die macht da Damage. Noch keine Haarklammern. Ich brauche Haarklammern. Wir müssen die kaufen. Von mir aus. Ich habe so viele bei Skyrim, weil das immer Julia macht. Ich bin jetzt im Together-Modus Skyrim. Muss man dazu sagen. Weit quasi. Funktioniert ganz gut. Ist eine gute Sache. Wenn er jetzt hier reingucken will, kann er bei YouTube finden hier. So. Herzlich willkommen auf der anderen Seite der Themse. Hat ja nur 13 Folgen gedauert. Ich keine Ahnung, ob das die 13 oder die 14 ist. Habe ich sie mitgezählt, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir uns halt entscheiden. Machen wir. Gehen wir zur Hauptquest. Also, ja, wir sind ja noch in Akt 1. Das ist Teil Akt 1. Ich glaube, Quest Nummer 3 oder 4 ist das. Oder machen wir erstmal. Ich glaube, wir machen erst das Gemälde. Das ist nicht weit bis dahin. Mit ein bisschen Glück. Erstmal kriegt man da ein bisschen Loot, das Gemälde. Und dann können wir nach Hemshaven zurückkehren. Ja, ich glaube, das ist die beste Variante, obwohl die Folge eh gleich rum ist. Von daher ist es egal, was wir jetzt machen. Wir gehen Richtung Gemälde. Würde ich sagen. Das heißt, wir deaktivieren die Quest und ich mache, die ist ja jetzt schon an. So. Notsignal gefunden. Ja, das können wir uns natürlich, Notsignal müssen wir uns natürlich...
Habe ich das leise? Dass ich vielleicht nicht höre? Radio. Ne, ist eigentlich nichts auf Null gedreht. Also ein bisschen was wird man auf jeden Fall hören. Die Nacht geht mir auf den Kranz, ehrlich gesagt, weil ich nichts gucken kann. Okay, wir hören uns mal die Message an. Finde Georgina, Georgie. Alter, ist das. Oh. Da geht mir alles hoch, gell. Das ist sowas, bei sowas bin ich. Da bin ich sofort dabei. Also, das sind wir sofort dabei. Das kannst du jetzt wieder daten. Wir müssen das leider abcanceln. Jetzt müssen wir das was machen. Vielleicht lebt das Kind noch. 32 Meter da oben. Sehr gut. Oh ne. Lass mich nochmal hören. Sorry. Muss ich fragen, wie wir da reinkommen? Die Buchte. Unzugänglich, sehr gut. Öffnen. Himmelsgarten. So, mal kurz ein. So, sind wir drin. Sky Garden, Himmelsgarten heißt der Dings. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Wahrzeichen ist oder ob es überhaupt gibt in London. Ich bin da nicht so konform, wie gesagt. Hallo? Alter. Aua. Fuck. Ein Schuss. Okay, der ist tot. Mindestens. Aua. Warum ist die scheiß Knarre nicht durchgeladen? Ich weiß es nicht. Aha. Okay. Kriegen wir hin. Der ist viel stärker als wir, ne? Sozusagen. Ob ich auch auf Nahkampf gehe? Ich habe kein Simpack mehr und nix. Das ist echt scheiße. Ach, machen wir auch mal Nahkampf. Probieren wir das mal. 45 Damage, aber die haben wahrscheinlich mehr als Leben, als 45 Leben haben, die kleinen Assis, nehme ich mal an. Wow. Ja, das schafft man nicht. Verwiss dich, Mann. Krass, dass die Knarre keine Mannstoppwirkung hatte. Null. Denn eine Kugel. Tragschwür zu viel. Dreipoliger Specker, Sammlerumhang. Unigen Handschuhe. Kopfbedeckung des Sammlers. Wenn wir eher mal zu viel haben. Ich habe überlegt, kannst du halt, ob ich meinen Schwarzmarkt spawne einfach. Aber wir sind nicht bei Fallout hier, bei Skyrim. Tut mir sehr leid. Kann ich nicht machen. Ein bisschen irgendwas wegschmeißen. Der Bleirohr. Weg damit. Kann ich wieder laufen? Nein. Bekleidung. Eleganter Hut. Kann ich auch nicht nach Gewicht sortieren. Aber dieses habe ich jetzt zweimal, dieses Chestpiece. Die können wir mal anziehen.
irgendwas mehrfach hier, dieses Lederzeug. Ist halt schade drum, aber ich muss es jetzt wegschmeißen. Muss mal nachladen. Mal den Umhang muss ich mir anziehen. Kannibalen Kapuze. Kopfbedeckung des Sammlers, okay. Lässiges Outfit. Wo sind dieser Umhang gewesen? Sammlerumhang. Hey, sehen wir jetzt aus? Einer von den Idioten. Nur besser. Sind alle tot, ne? Mal wenig Geld dabei, ne, die Typen. Allerdings hat jeder mal ein bisschen Kronkorken dabei bei Fallout 4 und so. Hier ist kaputt, da können wir nichts machen damit. Wir können natürlich ein Level aber gemacht, aber ich überlege mir noch, was wir dann machen. Hier geht's nach London raus. Hier sind wir reingekommen. Also wir wollen ja nicht wieder raus jetzt. Weiß nicht, warum der uns wieder rausschickt jetzt. Wahrscheinlich ist das eine Falle. Wahrscheinlich ist die ganze Sache eine Falle. Das klingt so, ne? Irgendwie klingt es wie eine Falle. Für mich. Okay. Grüner Tee. Spielzeugsoldat. Vielleicht kann ich das dem Kind geben, wenn denn dieses Kind existiert. Ionengebräu scheint Dings zu sein. Hier, Nuka-Cola. Hätten sie ruhig drin lassen können. Cola gibt es ja überall. Also Coca-Cola gibt es ja auf der ganzen Welt. Hebeplatte. Aber geht das nach oben oder nach unten jetzt? Schwierig zu sagen. Wenn du nicht wirklich drin stehst, hast du kein Gefühl dafür, ob es hoch runter geht. Hier sind wir reingekommen. Ne, sind wir nicht. Doch, sind wir. Nimm die Treppe. Alter Aufzug. Blutpaket nehme ich natürlich gerne. Das hat eine gewisse Heilwirkung, das Zeug. Wenn wir mal reindrücken, eigentlich. Dann sind wir doch fast voll. 50 HP stellst du daher. Weiß nicht, was damit passiert. Vielleicht säuft er das. Ich habe keine Ahnung. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So, hier kommen wir nicht weiter, wie es aussieht. Oder vielleicht schmiert er sich ein mit dem Blut. Oh, das wäre geil. Würde einem alles weh, wenn du daran sowas denkst. Wir müssen das Kind retten. Ist es irgendwo oben oder ist es irgendwo unten? Ich weiß es nicht. Die Quest zeigt auf jeden Fall raus. Vielleicht sind wir gar nicht richtig hier drin. Geh mal auf die links. Finde Georgia. Ja. Er zeigt auf jeden Fall raus. Ja, machen wir das mal. Gehen wir mal. So, hier draußen ist natürlich stockdunkel. Sehr gut. Ich mache mal das Licht an. Okay, die 31 Meter nach oben, aber. Ich glaube, ich weiß, was ich hätte machen müssen. Ich glaube, ich weiß, ich hätte reingehen müssen. Und dann oben raus. Ich glaube, das ist ein Fehler jetzt hier mit dem Questmarker. Ja, ich denke schon. Alles klar, wir probieren das. Aber ich mache einen kleinen Schritt, damit ihr die ganzen Ladezeiten nicht habt. Wir sehen uns gleich oben auf dem Dachgarten. So, und dann sind wir auf dem Himmelsgarten. Ich muss das Licht anmachen. Also ich bin mit dem Fahrstuhl hochgefahren und bin dann hinten raus einfach. Ich habe was gefunden. Oh nein. Wirklich?
Really, Alter. Wow! Eine Wombe! Was ist das denn? Was zum... Alter! Oh! Was soll ich denn mit dem Vieh anfangen? Okay, also, das überlegen wir uns mal, wie wir das da damit umgehen wollen. Ich weiß es nicht, ob wir das... Das kriegen wir ja nicht hin. Ich habe die Waffen gar nicht dafür. Der war legendär, das Vieh. Das habe ich nicht gedacht. Okay, wir haben aber den Punkt, der müsste auf der Karte sein jetzt, ne? Also, wir können dann jederzeit... Genau, Himmelskarten. Dann wissen wir ja, dass der legendäre hier oben ist. Dann können wir den jederzeit erledigen. Also ich mache das jetzt nicht, es tut mir leid. Weil das wird eine Tortur. Ich verliere alle meine Waffen, alle meine Munition. Und am Ende ist er wahrscheinlich eh nicht tot. Von daher. Wir haben das Notsignal abgeschaltet. Und schade, dass das Kind tot ist. Legendärer Wombel. Was ist denn ein Wombel? So eine Art Dings, Todeskralle nehme ich mal an. Aber legendär mit einem Stern ist noch außerhalb unserer Reichweite. Aber was nicht außerhalb unserer Reichweite ist, ist das Ende dieser Folge. Und ja, wir haben viel erlebt. Wir sind über die Tower Bridge gegangen. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite von der Themse. Und wir werden sehen, was es hier noch alles zu tun gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.